Rojbash und herzlich willkommen zu Yanrofiges TV. Heute haben wir für euch folgende spannende Filme vorbereitet. Gefahren auf der Straße. Mädchen aus Reda-Wiedenbrück stellen sich vor. Sarahs Tagebuch, ein Kurzfilm über ein syrisches Mädchen und ihre Geschichte in Deutschland. Es ist Winter und abends wird es sehr schnell dunkel. Da kann es schon mal gefährlich werden. Ein paar Jugendliche aus Bielefeld haben einen Vorschlag für euch, wie man Gefahren vermeiden konnte. Ey, hast du schon gehört, dass ein Anne überfallen wurde? Was? Hast du schon gehört, dass ein Anne überfallen wurde? Krass, jo, was passiert? In Reda-Wiedenbrück gibt es ein paar Mädchen, für die Deutschland eine neue Heimat geworden ist. Woher sie kommen und was sie gerne machen, das erzählen sie uns jetzt. Ich heiße Emidia, ich bin 11 Jahre alt, ich komme aus dem Irak. Ich gehe gerne schwimmen, ich esse Reis. Meine Sprache ist Kurdisch, Name Emidia, Hamri Miyazı Salen. Also ich lache immer mit Wettmamas Bach, mit Wettmamas. Ich heiße Maria, ich bin 11 Jahre alt, ich komme aus Brasilien. Ich möchte Fußball spielen, ich esse gerne Kartoffeln und ich schwimme gerne. Mein Name ist Maria, ich bin 11 Jahre alt, bin aus Brasilien. Ich möchte Fußball jogar, ich will comer Batata und ich möchte ir para Piscina. Ich falo Portugies. Ich heiße Maria, ich bin 12 Jahre alt, ich komme aus dem Irak. Meine Sprache ist Kurdisch. Ich möchte Basketball spielen, ich möchte Tennis spielen, ich höre gerne Musik, ich esse gerne Pizza, ich spiele Gitarre. Mein Name ist Maria, ich bin 28 Jahre alt, ich bin aus Irak, ich bin aus dem Kurdistan, ich bin aus dem Basketball, ich bin aus dem Tennis. من جول موسيقى دكرم من حزم لا بيتزا من ياري جيتار دكرم Ich heiße Sita, ich bin 10 Jahre alt, ich komme aus dem Irak, mein Spaß gut ist. Ich möchte Klavier spielen und tanzen. Mein Name ist Sita, mit dem Namen des Sala, mein Halki Irak, mit meinem Kudia. Wir wohnen in Reda-Wiedenbrück. Oh, ich komme auch aus dem Irak und als ich Kurdit auch bin. Es gibt einen deutschen Spruch, der Glaube ist wie die Liebe, er lässt sich nicht erzwingen. Aber was ist Liebe, was ist Religion, das ist unser Thema im nächsten Film. Bye, Mama. Assalamu alaikum. Hey.
Oh, oh, das sieht echt übel aus. Ja. Okay, warte. Warte. Mein Name ist Sarah und ich bin 19 Jahre alt. Ich bin im Frühling geboren worden, deswegen liebe ich die Blumen. Ich lebe mit meiner Familie, meiner Mama und meinem Vater. Seit wir vor 2 Jahren nach Deutschland gekommen sind, vermisse ich meine Freunde in Syrien. Aber die Situation wird besser. Hey, warte bitte. Hallo. Hallo. Ich will mich bei dir bedanken. Du musst dich nicht bedanken. Ich habe gar nichts gemacht. Ich heiße Leo. Und wie heißt du? Sarah. Aber ich muss auch schon wieder weiter. Ja, aber wann kann ich dich wieder sehen? Morgen. Hier, zur gleichen Zeit. Morgen, okay. Ciao. Ciao. Heute ist mir was Außergewöhnliches passiert. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Aber ich muss aufpassen, denn Mutter meint, dass wir Fremde in diesem Land sind. Heute habe ich herausgefunden, dass die Liebe die Basis aller Religionen ist. Es ist wie die Sonne, die durch verschiedene Fenster scheint. Hallo Sarah. Oh, hallo. Wie geht's? Gut, und dir? Ja, gut auch, danke. Ich bin wieder gesund. Wow, so schnell, freut mich. Cool. Und das sind für dich. Hm? Ja. Wow, warum? Danke, die sind wunderschön. Alles gut bei dir? Mhm. Danke. Ja, auch gut, danke. Aber ich will heute deine Hacke sehen. Nein, das geht nicht. Warum nein? Ich darf nicht, wenn mich jemand sieht. Ja, bitte, komm mal. Nein, wirklich, wenn mich jemand sieht. Du hast Angst? Ja, aber ich darf nicht gesehen werden ohne Kopf. Ja, aber guck mal, es gibt keine Leute. Komm mal, ja, bitte, nur einmal. Okay, aber wirklich nur einmal. Ja, okay. Das sieht sehr schön aus. Ha ha ha!
Zu sterben war eine Chance für mich, um Gott zu sehen und ihn zu fragen, welche ist die richtige Religion? Und er antwortete mir, dass Liebe die richtige Religion ist und dass Menschlichkeit die Verfassung sein soll. Dieser Film macht nachdenklich. Die Liebe hat wirklich keine Grenzen. Und damit endet unsere Ausgabe von Young Refugees TV. Was hat euch gefallen, was nicht? Kommentiert unsere Sendung auf YouTube und Facebook. Chatrawa.